Wir kommen heute zu einer weiteren Runde Tap Tap Infinity, wahrscheinlich die letzte Folge, da ich heute ja, das letzte Achievement, die letzte Errungenschaft mit euch teilen werde. Und ja, ich zeige euch, wie das Spiel aussieht, wenn es letztlich am Ende ist. Also beziehungsweise wenn ich halt das letzte Level erreicht habe. Aktuell sind auch keine Levelfortschritte mehr erreicht worden. Ich habe es sowieso in einer Stelle pausiert, wo einfach eine ganze Menge Monster gekillt werden können, ohne größere Schwierigkeiten. Ihr seht, dass ich alle Helden, die ich im Spiel verwenden kann, inzwischen auf dem Maximallevel habe für diese Runde, und zwar 9001. Des Weiteren ist es so, dass ich das letzte Level erreicht habe, was in diesem Fall Level 5001 ist. Also Level 5000 ist Baal. Das ist letztlich der letzte Gegner, den ihr schlagen könnt und womit ihr dann die Unendlichkeit rettet. Und danach gibt es noch einen kleinen netten Fight nochmal mit Commander Taps und das war's. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel in den besten Listen alle, die weiter sind als Level 5001, dass da irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ob das jetzt Fehler sind, ob das absichtlich irgendwelche Cheats sind, die da gemacht wurden, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Level 5001 eben einfach das letzte Spiel. Ihr seht auch, das Level ist bereits geklärt, also ich habe das bereits schon mal geschafft. Und ja, also hier die Soul Links sind alle aktiviert, da gibt es nichts mehr zu holen. Ich habe aktuell 95 Gems, die ich aktuell gar nicht mehr großartig ausgeben kann, weil meine Helden sind hier alle schon auf Level 7. Ich glaube ein paar, mal gucken, genau hier ist einer auf Level 8. Was allerdings auch, die Updates kosten 10 Millionen Valor Points, was ich dann nur gemacht habe, wenn ich hier wirklich schon mindestens 20 Millionen Valor Points zusammen hatte und habe die dann entsprechend nochmal auf Stufe 8 verbessert. Also hier zum Beispiel der Mosch hat auch inzwischen Stufe 8. Und es gibt aber jetzt keinen, der irgendwie dicht dran ist, also hier mit 17 Millionen, also dicht dran ist an 20 Millionen. Hier noch den Chompy. Wenn der noch 2 Millionen mehr hätte, würde ich den auch upgraden, aber so lohnt sich das aktuell auch nicht. Und die Zuwächse in den DPS sind natürlich ziemlich gering, weil das dann nur die kleineren Boni sind, womit nochmal das DPS von dem Einzelnen dort erhöht wird. Da sind interessanter dann, wenn die DPS-Zahl von allen erhöht wird. So, jetzt gehe ich mal auf den hier, der sieht spannender aus. So, was ist jetzt noch das letzte Achievement? Das letzte Achievement, was mir noch fehlt, ist noch ein Accent. Das heißt, 15 habe ich schon, 93%. Das heißt, ich muss nur noch einmal hier 30 Millionen Infinity Tokens ausgeben. Dann geht natürlich auch meine DPS-Zahl deutlich runter, weil es sind dann, also um 2/3, weil 18 Millionen behalte ich ja dann noch. Aber ich brauche sie ja auch nicht mehr wirklich zu irgendwas. Und jetzt mal so ein bisschen kurze Info. Also klar, Highest Level cleared, 5001 ist bereits erreicht. Dann so DPS-Zahlen. Das Interessante ist, die Critical Tap Chains ist inzwischen bei 110%. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass ich hier nicht automatisch einen Critical Hit lande. Des Weiteren dann der Tap Multiplier ist bei 47, dann Gold Multiplier ist bei 17 Millionen, für Goldkisten, Schatzkisten ist es dann nochmal ein ganzes Stück höher. Dann hier die All Times High, der Rank DPS Multiplier, den ich ja jetzt gleich zurücksetzen werde, liegt jetzt bei fast 1 Million. Und der wird sich dann jetzt nochmal verdoppeln. Das heißt, hier bekomme ich dann, im Moment habe ich 30.000, also so 32.000 pro Rang. Und hier bekomme ich dann 65.000. Und da fange ich jetzt dann gleich mal an und sage Accent. Und damit ist das letzte, die letzte Errungenschaft abgeschlossen. Und es gibt eben jetzt nichts mehr, was ich wirklich in diesem Spiel sinnvoll erreichen kann. Natürlich kann ich noch beliebig weiter, also wenn ich mir jetzt hier die Gottheiten anschaue, weil hier diese verschiedenen Dinge haben natürlich kein Maximallevel.
Hier habe ich inzwischen 900. Das heißt, ihr seht, dass ich jetzt, nachdem das Spiel ja aktuell im letzten Level ist, knapp 1,5 Millionen Infinity Tokens sozusagen mit einem Durchlauf bekommen würde. Die Valor Points habe ich nur bis 400, also plus 500% aufgerüstet. Dann hier das sind die Idols. Ja, genau, mehr Gold bei Idol und mehr DPS bei Idol. Da sind 45.000 Prozent obendrauf. Die anderen sind hier eh schon alle bei Max. Und da das alles Level sind, die natürlich hier kein Maximum haben, lohnt es sich jetzt aber auch nicht großartig, die noch weiter zu spielen, weil der Nutzen dabei ist ziemlich gering. Und wenn man hier sieht, nachdem man weiß, dass jetzt 5.001 Level sind, dann hätte man bloß noch 1.000 Level, in denen man dann Infinity Tokens sammeln kann. Aber es ist auch ziemlich aufwendig. Allein wenn ich hier jetzt 1000, würde 51 Millionen kosten. Das heißt, es wären etliche Durchläufe notwendig, um ja, bis 1100 dann zu kommen und so weiter. Und das nimmt natürlich noch weiter zu. Dann genauso hier, dass man einen höheren Bonus bekommt zwischen den einzelnen Leveln und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin ja bereits am Ende. Das heißt, mehr Damage und so weiter brauche ich eh nicht. Dann hier eben die Goldkisten. Das heißt, für Goldkisten habe ich eben das 100.000-fache nochmal an Gold, was da droppt. Genauso wie insgesamt alle Gold-Sourcen nochmal 15.000 mehr sind. Und ja, und 20% ist die Chance, dass ich das 10-fache Gold nochmal bekomme. Ja, das soweit zu den Gottheiten. Ich gehe jetzt natürlich nicht zurück, ich gehe zum Mortal Realm zurück. Und suche jetzt mir eine Stelle, an der ich ja auch mit den aktuellen DPS-Zahlen noch ganz gut in der Lage bin, also so wie ihr jetzt hier seht. Okay, das läuft noch ein bisschen langsam, ich gehe noch eins runter. Da seht ihr, dass im Endeffekt die Ränge jetzt ganz schnell aufgelevelt werden, weil natürlich hier viel mehr Punkte mit einem Kill gemacht werden. In dem Rahmen werden auch hier jetzt die Skills wieder freigeschaltet. Und jetzt bin ich vor allen Dingen mal gespannt, weil ja, also es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Ränge aufzuleveln, was aber wie gesagt auch hier wiederum keinen größeren Vorteil bringt, weil mehr als das Maximallevel lässt sich nicht erreichen. Und soweit ist es ja fast ein bisschen schade, dass es hier keine weiteren Ergänzungen oder Erweiterungen mehr gibt, wo man sagen kann, okay, das kann ich noch sinnvoll erreichen, weiterspielen. Also ihr seht hier, ich habe am 21. Juli 2015 begonnen und jetzt knapp 9 Monate nach dem Start mit dem Spiel ist jetzt auch das letzte Achievement erreicht. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer dieses kurze Abschiedsvideo letztlich zu machen und bis auf Weiteres Goodbye zu sagen. Vielleicht gibt es noch irgendeine Erweiterung, vielleicht werden irgendwann die Maximallevel angehoben und dann gibt es wieder noch irgendwie mehr zu tun. Aber so viel für heute letztlich, ja, der Abschied von TapTap Infinity. Also bis bald und tschüss.